Hey Leute und herzlich willkommen zu den Varo News von Tag Nummer 12 und Tag Nummer 13. Es ist wieder viel passiert auf der Varo Map, es sind nämlich wieder einige Leute gestorben und wir fangen doch direkt mal an. Und zwar hat's als erstes Revi erwischt, wer hätte es gedacht, er hat ja schon einen Fake-Tod gemacht in seinen Folgen, aber diesmal ist es wohl kein Fake-Tod, so wie es sich herausgestellt hat. Er ist sehr, sehr dumm gestorben und Leute, das müsst ihr euch unbedingt ansehen, das ist der dümmste Tod. Und das sagt er auch selbst in seinem Titel dieser Folge. Es ist der dümmste Tod, den es jemals in Varo gegeben hat. Außer der GLP-Verhungern-Tod, ja, in Varo 3. Aber naja, das ist schon einer der sehr, sehr dummen Fraktionen. Also, er ist einfach eine Klippe runtergefallen. Und zwar hat er sich irgendwie vertippt oder irgendwas. Richtig komisch. Aber ist damit nun raus aus dem Projekt. Und damit muss ich nun mal Mo spielt ganz alleine durchkämpfen und das ist natürlich nicht easy für ihn, weil er auch nicht das beste Equip hat. Als zweites musste dann leider der gute Benny sterben. Das tut mir super leid für ihn, denn er hat wirklich super gut gefightet. Ja, er hat wirklich für Spannung gesorgt, also das ist wirklich so gewesen. Also die haben ja, die Buddies zockt, haben super viele Fallen gebaut und jetzt ist leider Benny tot. Und jetzt muss Hauptner es quasi alleine richten. Und ja, es ist ein bisschen schade, aber was will man machen? Man kann nicht viel gegen tun. Und als nächstes heute am Tag 13, da ist das passiert, wunderbarer Kill von Weiß-Weiß. Ja, wer hätte es gedacht? Die haben nämlich Petrit gesniped, Weiß-Weiß und Basti zockt. Petrit, der nach zwei Strikes Koordinaten veröffentlicht hatte und ein Inventar-Clear hatte, ja, sah natürlich sehr, sehr schlecht aus und dementsprechend ist Weiß-Weiß da drauf gejoint, hinterher gejoint und haben da wirklich einfaches Spiel gehabt und einen easy Kill gemacht. Also, nochmal drei Leute aus Varo ausgeschieden. Also, so langsam nimmt das Projekt ein bisschen Fahrt auf und ich werde mal vermuten, dass es in der nahen Zukunft mehrere Fights geben wird. Und ja, Leute, seid gespannt. Es wird jetzt immer mehr passieren, es gibt immer mehr Strikes und so weiter. Immer mehr Koordinaten werden veröffentlicht und die Leute sind gallig. Die sind richtig gallig. Also Leute, das war's mit den Varo News von diesem Tag und von dem gestrigen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.